gewonnen, klar, so soll es. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Partie Road to Division 1 und ich denke, ich starte jetzt einfach direkt mal. Wir spielen gegen Borussia Mönchengladbach mit Real Madrid. Ich habe den Kader jetzt nicht großartig verändert, beziehungsweise konnte ihn gar nicht großartig verändern. Und ja. Würde der jetzt mal den Anstoß machen. Weißt du, das sind auch alles solche psychologischen Kriegsführungen. Und jetzt starten bei FIFA. Wir in die erste Hälfte. Zum Beispiel auch teilweise, man kann ja irgendwie dreimal auf die Pause drücken. Und so könnte man dem Gegner quasi 90 Sekunden des stumpfen Wartens einfach aufdrücken, weil man dann immer 30 Sekunden Zeit hat, genau. Und das machen halt auch viele manchmal. Das ist ziemlich provozierend. Also da ist es egal, dass genauso wie eine Spitze dabei ist. Man halt häufig nach Toren zum Beispiel lange warten kann. Und da ist ja auch schon die erste Bude. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, jedes Video fängt einfach so an, dass ich direkt das 1-0 schieße. Aber ich hoffe nicht, dass ich dann auch defensiv so schwach bin wie letztes Mal. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Das war ja ein 6-4 das letzte Video. Alex. 6-4. Habt ihr schon mal ein 6-4 gesehen? Ey, ich habe noch nie ein 6-4 auf YouTube gesehen. Das gibt's bestimmt noch nicht auf YouTube. Es war bestimmt eine neue Weltneuheit. Ich hätte den Titel ändern sollen. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Sauber vom Ball getrennt hier. Toni Groß jetzt. Ich renne immer an diese Konter rein, ey, ohne Spaß. Aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jetzt hätte ich gerade fast ein Eigentor gemacht. Jetzt können sie einen Konter fahren. Ich glaube, ich habe wirklich fast noch nie ein Eigentor gemacht in FIFA. Er macht das Spiel schnell. Und ist gut. Gestern habe ich mal ein bisschen Pro Clubs gespielt und das war wirklich ganz übel. Da war einfach einer, der hat einfach nie abgespielt, wirklich nie. Also war so richtig retardiert, hat einfach überhaupt nicht reacted so. Der hat halt immer so lange den Ball gehabt, bis er ihn wieder verloren hat, so ein Spasti war das. Und dann hat er wirklich einfach in der 80. und 90. zweimal das leere Tor nicht getroffen, weil er so langsam reagiert hat. Und da ist auch schon das 2-0, also das hier ist irgendwie, dieses Spiel fängt so an, aber ich muss jetzt wirklich konstant bleiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Und die Spiele gehen natürlich auch dementsprechend länger. Ich meine, wenn wir jetzt alle, ist ja klar. Ich meine, die Spiele gehen natürlich auch dementsprechend länger, wenn jetzt so viele Tore fallen, weil dazwischen dann immer ungefähr so 10 Sekunden oder sowas Zeit ist. Wehe, wenn Morata jetzt schon wieder verletzt ist. Ich habe so ein Verletzungspech. Zwei Innenverteidiger sind schon wieder verletzt von mir. Dann war letztens wieder Coentrao, Danilo. Die Verteidiger sind irgendwie immer verletzt. Dann war letztens Groß bei mir verletzt, irgendwie für 7 Spiele oder so. Aber wie ihr seht, ich habe halt Real Madrid originalgetreu nachgestellt, sogar mit den gleichen Rückennummern, bis auf Groß, der hat jetzt irgendwie die 13, ich glaube in echt hatte die 8, das muss ich mal umstellen. Jetzt haben sie den Ball. Und alle haben halt wirklich die gleichen Nummern und so weiter und spielen wirklich auf der Position, auf der sie auch immer spielen in Real Life. Allerdings fehlen mir wirklich noch 8 Spieler aus dem Club und Gesundheit, vielen Dank, kein Ding. Auf jeden Fall fehlen mir noch 8 Spieler oder sowas und das sind halt wirklich die Hauptspieler, so die halt immer spielen. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein klassischer Sweat gewesen, hätte Morata nicht so behindert reagiert und zwar gar nicht. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich möchte mal wirklich versuchen, die 0 zu halten, weil dann kriegst du auch mehr Punkte. Ich finde es allgemein übertrieben schwer in FIFA Ultimate Team Punkte zu kriegen. Genau deswegen ist das ja auch so lukrativ für die EA-Hersteller halt. Für die EA-Hersteller. Ja, für die FIFA-Hersteller halt einfach diese Points zu machen, weil keiner will irgendwie 100, 200
Stunden spielen, um dann wirklich so viele Points zu haben, dass er sich, keine Ahnung, Ibrahimovic wirklich kaufen kann oder so. Weil ich meine, klar, es ist wirklich so, dass da so eine gewisse Inflation da ist, dass dann halt einfach nach einem Jahr oder so Groß statt 40.000 nur noch 10.000 kostet. By the way, ich habe mir Groß wirklich erspielt, also ich wirklich von dem Geld, was ich gemacht habe, indem ich von Liga 10 in Liga 3 aufgestiegen bin und beim anderen halt auch von Liga 10 in Liga 5, davon konnte ich mir wirklich den Groß leisten für 40.000. Allerdings wird der, glaube ich, im Laufe der Zeit runtergehen vom Wert, weil ich mal weiß noch, dass am Ende von FIFA 16 Groß nur noch irgendwie so 15.000 gekostet hat. Was jetzt auch nicht wenig ist, wenn man in Betracht zieht, dass man pro Spiel 500 bekommt. Das heißt, das mal 30 und dann hast du erst Groß. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass du es eben mal so bekommst. Und 500 kriegt man auch nur, wenn man gewinnt. Alex. Also das ist irgendwie, ich finde das System von den Points nicht so gut. Ein Kollege aus der Schule hat mir erzählt, dass wenn man jetzt Ultimate, ich weiß nicht, diese Champions, FIFA Ultimate Champions spielt, dass man da irgendwie sehr viel Kohle machen kann. Aber dennoch ist es wirklich Ronaldo und sowas dann immer noch unantastbar. Also ich meine, ich würde schon gerne irgendwann mal so Bale und so weiter haben. Aber ich denke, das wird alles schon sehr schwer. Vielleicht gebe ich halt wirklich mal irgendwie 10 Euro oder sowas aus. Ja, das war wirklich ein absoluter Katastrophenpass. Fuck, Alter, als ob der den so gut ausnutzt, Mann. Ey, das war wirklich so ein schlechter Pass. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ist halt immer so, wenn man redet, ey. Mann. Aber guck mal, der hat von der Strafraumgrenze geschossen, weißt du. Und Navas kann ihn nicht halten. So ein Mist. Eine enge Kiste. Und jetzt darf ich auch nicht unkonzentriert werden. Jetzt darf hier nicht schon... Der erste Ball nach dem Anstoß darf nicht schon ein Fehlpass sein, das kann ich sagen. Fairer Einsatz hier. Ich muss jetzt konzentriert bleiben. Och, was ein Random-Tor. Ey, das kann nicht sein. Ich gehe 2-0 in Führung und dann einfach nach 3 Minuten steht es auf einmal irgendwie. Was war denn das? Aber dann, was soll er machen? Die Verteidiger pennen. Ah, oh, ey, so ein Käse, wirklich. Und so ein tatsächlich Käse. Noch aus. Was für eine Morale dieser Mannschaft. Und nun Danilo. Weißt du, jetzt ist... Oh Gott! Zwei Treffer in der ersten Hälfte. Kann sich schon wieder nach 10 Minuten 2-0 geführt. Und dann so eine Scheiße. Schaut euch das an, 4.15. 43. 45. Was ist denn das? Nur durch so einen scheiß Fehlpass. Der Typ kann doch nicht mal irgendwas. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch. Gottes Willen. Ja gut, er kann doch was. Er kann die Chancen ausnutzen. Ich kenne ganz viele, die das verkackt hätten. Rafinha. Das ist jetzt eine Chance. Rafinha! Ah, da ist ja mal eine Parade von Navas. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es geht weiterhin. Er köpft ihn. Sie wollen ihn. 2-2. Was ist denn das hier schon wieder für ein Spiel, ey? Ich wollte doch defensiv stärker werden, weißt du? Und dann wieder so ein 2-2, ne? Das trifft mich jetzt wirklich richtig hart. Jetzt ist er auf und da vorne macht er das Tor. Da holt er sich die Flanke, das war wichtig. Sonst ja, danke Navas, das war mal eine gute Aktion. Was machen die denn da? Ich hasse das ja so, wenn sich Spieler einfach bei FIFA blockieren, ne? Und jetzt Isco. Das ist fast so schlimm wie bei Call of Duty, von irgendeinem Retard blockiert zu werden, der irgendwie rumsteht, weil er behindert ist. Ah, Kovac ist schon wieder verletzt. Ja, ja, ja. Das ist super. Super, super, super. Genau das wollte ich. Casemiro. Um mal Pep Guardiola zu zitieren. Ist Mario Götze ist der super, 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 super Spieler, aber leider nie eingesetzt. Sergio Busquets. Ben Yedder.
Morata. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gute Ballführung. Und das Morata. Da ist das 3-2. Also ich finde wirklich, ich muss mich durch deren Abwehr absolut durchkombinieren. Und, Morata Hattrick. Und meine Abwehr ist wirklich einfach so poröde wie SpongeBob. Kleiner Freestyle am Rande hier. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ich habe noch mehr auf Lager. Soll ich mal raushauen? Oder, keine Ahnung, so ein Tor, das fällt ja nicht einfach vom Himmel wie Regen. Isco. Das könnte gefährlich werden. Gut gehalten. Schade, ich hätte mich so gefeiert. Das war ein Foul, da muss er natürlich. Ey, ohne Joke, ne? Wie lange gehen eigentlich solche FIFA-Spiele immer? Eigentlich soll eine Halbzeit wirklich 4 Minuten gehen. Ich verstehe es nicht, warum dann immer, keine Ahnung, 15 draus werden. Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Abgefangen, gut gemacht. Kovacic. Nee, ich glaube, eine Halbzeit sollte 6 Minuten gehen. Ich glaube, so war das. Das könnte die Chance werden. Aber eh Offside, ja, ja. Abseits. Guck mal, da hatte ich den Pass antizipiert. Das war einfach zu obvious. Aktuell sehen wir den Ballbesitz eingeblendet. Zumindest hier keine Vorteile zu sehen, aber es geht ja auch darum, was man mit dem Ball anfängt. Och man, das wäre so schön gewesen, den noch zu bekommen, ey. Mit dem Ball am Fuß Richtung. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Boah, starke Parade von Navas, ey. Meine Spieler waren alle so low, ne? So langsam. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Eckstoß. Und damit die Chance, hier den Ausgleich zu erzielen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Abwehr hat aufgepasst. So, jetzt Konter. Morata. Marco Asensio. Wird's jetzt gefährlich. Gut verteidigt hier. Oh, sowas ganz gefährlich. Wenn man jetzt im Konter Fehlpass macht, dann kriegt man einen ganz heftigen Gegenkonter. In den freien Raum. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung. Aber da sollte der gar nicht hin. Ihr wisst schon, wo der hin sollte. Der sollte nach unten. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Gutes Tackling. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Angriff könnte was werden. Marco Asensio. Oh, fuck. Das wäre so spielentscheidend gewesen. Er spielt den Steilpass. Da steht die Abwehr sicher. Der Ball ist weg. Abstoß. Und Rakitic. Rafinha. Nun Isco. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Oh, weißt du, solche Pässe, ne, die sind einfach tödlich teilweise, wirklich, wenn man dann da einfach in so einen harten Konter reinläuft. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Kovacic. Wird das eine Torchance? Und da verlieren sie den Ball. Rakitic jetzt am Ball. Also ich muss wirklich sagen, ich sehe einfach so viele YouTuber, die das Spiel einfach gar nicht können, so, also nicht gar nicht können, aber sie kaufen sich irgendwelche Leute zusammen und spielen dann einfach so irgendwas und dann fallen manchmal ein paar Tore und so sieht das halt auch immer aus, so, man erkennt keine Struktur, also bei mir erkennt sie ja jetzt nichts, weil das ein dicker Fehlerpass war, nee, bei mir erkennt sie ja jetzt, dass ich irgendwie das Spiel aufbauen will und dann so vorne über Kurzpässe halt das Spiel gewinnen will. Schon wieder 5 Tore im Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Morata macht 3 Tore.